bedanken uns beim Musashi Salzburg für die Nominierung. Habt ihr echt super gemacht. Machen Sie ja mit. Drei. In einem kleinen Dojo, abseits der großen Städte, trainierten ein paar eifrige Schüler bei ihren bescheidenen Meistern. Ihr Weg war lang und steinig, daher waren sie besonders stolz auf eine kleine Trophäe, die sie als Anerkennung ihrer Mühen erhielten. Im guten Glauben an die Menschheit wurde die Trophäe öffentlich im Dojo aufbewahrt. Dies war auch weithin bekannt. Und so kam es, dass eines Tages in einem unbemerkten Augenblick die Trophäe vor ihren Augen entwendet wurde. Umgehend machte sich einer ihrer fleißigsten Schüler auf den Weg, ihre Kostbarkeit zurückzubringen. Der Aufenthaltsort des Räubers war nicht schwer herauszufinden. Es konnte sich nur um den hinterhältigen Herrscher des Reiches der kalten Gewässer handeln. Dort angekommen, suchte er nach einer friedlichen Lösung, doch die Wächter der Brücke stellten sich ihm feindlich entgegen. Obwohl der Herrscher beinahe seine ganze Armee verlor, gewährte seine Leibgarde dem Suchenden keinen Einlass. Und so geschah, was geschehen musste. Es kam zum finalen Showdown der beiden Kontrahenten. Thank you.
Doch die Freude über den gewonnenen Kampf währte nicht lange. Seine Mitschüler, welche herbeieilten, um den Helden zu feiern, umarmten ihn so ungeschickt, dass er mit dem Schatz das Gleichgewicht verlor und ebenfalls in die Fluten stürzte. Der Schatz und unser Held wurden nie mehr gesichtet. Ah! Um diesen schmerzlichen Verlust auszugleichen, geht dieses Dojo jedes Jahr erneut auf die Suche nach weiteren begabten Schülern. Mit Hilfe eines Anfängerkurses sollte dies demnächst wieder glücken. Wir sechs, war so ein Riesengaudi und da haben wir uns jetzt eine halbe verdient. Ein Kühne. Ja, nehmen wir. Einfach gleich. Und nicht vergessen, am 6. Oktober startet unser Anfängerkurs in der Volksschule in St. Thüringen. Os! Os! So, Prost! Os! Na, so schön.